Meine Damen und Herren, willkommen zu Literat 10, Wehe, wenn sie losgeschrieben. Drei Autoren und zwei Autorinnen, eine carte blanche von 10 Minuten. Freuen Sie sich auf die etwas andere Literatur. Er ist einer der erfolgreichsten und aktivsten Schweizer Slam-Poeten. Bekannt für seine unverkennbaren Wortspiele und die virtuose Sprachakrobatik. Freuen Sie sich auf Kilian Ziegler! Ja, einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, geschätzte Damen und Herren. Geht es Ihnen gut? Sind Sie wohl auf? Sehr schön. Vielen Dank für den euphorischen Applaus. Also, Sie hätten das gehört auf der Bühne. Es ist wow. Ah, mir geht es auch gut. Und zwar habe ich gefunden, also Literaturveranstaltung als Slam-Poet, das ist so etwas auch Besonderes für mich. Ich habe gefunden, gut, ich muss etwas Literarisches mitnehmen. Oder? Und ich fand, gut, was könnte ich da machen? Und habe ich gefunden, gut, ich nehme etwas mit, das mein Lieblingsbuch behandelt. Und zwar ist das ein Buch, das ich will können, ein literarisches Werk von der Literaturkritik vom Feuilleton gefeiert. Es ist sogar ein Buch gewesen, das ich damals als deutsch-mündlich Maturmaterial hatte. Vielleicht können Sie das Buch, vielleicht hat das jemand von Ihnen gelesen. Wo ist Walter? Können? Also, die, was nicht können, wo ist Walter? Also, das Buch haben wir aufgeschlagen und es hat gefühlt 7000 Leute auf einer Seite und irgendwo ist der Walter versteckt, der immer gleich angelegt ist mit rot-weiß bestreiftem Bulli, Kappe und so weiter und so fort. Und das ist mir doch wert gewesen, einen Text darüber zu schreiben, weil da ist mir neulich in den Sinn gekommen. Und es ist auch indirekt, der Text ist indirekt auch die Antwort darauf, wie ich so auf meine Ideen komme. Weil meine Ideen kommen meistens beim Spazieren oder wenn ich irgendwie hinten sitze auf einer Bank und dann so quasi in die Weite schaue, dann kommen mir so die Ideen, wenn ich so in den Himmel schaue und ich sehe so die einsame Sonne beispielsweise. Oder? Also Sonne ist ja sehr einsam, dann heisst es auf Französisch auch Soleil. Oder? Ah, Soleil. Ja, oder, auf jeden Fall, wenn ich die Sonne untergehe, schaue ich weiter in den Himmel und dann kommen mir die jensten Ideen. Und neulich ist mir eben, wo ist Walter, in den Sinn gekommen. Und habe ich gefunden, ja, das ist doch schön, weil ich gehe sehr gerne in Buchhandlungen. Habe ich dann natürlich auch gemacht, wo ist Walter gesucht, neulich. Und es ist mir etwas passiert, das ist noch nie passiert, wirklich wahr. Ich war zu Baden, also ein Ort, wo ich eigentlich nicht unbedingt so oft verkehre. Und dann ist die Verkäuferin zu mir gekommen und hat so gesagt, Sie sind der Kilian Ziegler, oder? Und ich fand, ja, cool, ich habe mich super froh, bin ich gewesen, dass mich jemand gekannt hat. Das passiert mir vielleicht in Alten, in Rimbach oder so, im besten Fall. Aber zu Baden habe ich gefunden, das ist doch irgendetwas Schönes. Und habe dann kaum aus dem Lächeln mehr rausgekommen. Dann ist sie aber gegangen und habe gemerkt, Mist, das ist jetzt aber auch eine unangenehme Situation, oder? Weil irgendwie so Buchhändlerinnen und Buchhändler sind extrem gut vernetzt. Die können sich alle untereinander, haben extrem viele Leute, die sie mit ihnen zu tun haben. Und wenn die natürlich rumverzählt, der Kilian Ziegler ist da gewesen, und sie dann fragen, ja, was hat er denn gekauft, oder? Und wenn ich dann irgendwie, jetzt weiß auch nicht, irgend so 50 Shades of Grey gekauft hätte, die wären dann so ein bisschen am Arsch gewesen. Oder haben gefunden, gut, muss ich etwas Gescheites kaufen? Und dann bin ich vor dem Stress gewesen, habe gefunden, so gut Tolstoi, Krieg und Frieden, oder? 1500 Seiten, so einen dicken Schinken. Und also mit so einem dicken Schinken, da kannst du so einen Vegetarier ärgern, wenn du das kaufst. Und habe ich gemacht. Und dann gefunden, ja, nein, vielleicht finden sie dann so, ja, ich sei pure, wie soll ich sagen, überheblich, ich lese nur so irgendeine Klassiker. Und dann musste ich natürlich ein Gegengewicht steuern und ich bin 2,5 Stunden lang im Laden gewesen, für 800 Stutz Bücher gekauft. Und sie hat sich dann aber nicht umgesprochen. Aber auf jeden Fall, wenn ich daheim angekommen bin, habe ich dann «Wo ist Walter?» auch in der Hand gehabt und ich bin sehr, sehr froh darüber gewesen. Und auf jeden Fall, wenn ich auf der Bank sitze, kommen mit Ideen und dann habe ich gefunden, gut, ich schreibe einen Text über das Buch «Wo ist Walter?» bzw. über seinen Protagonist. Und ich habe gefunden, gut, ich kann den Text nicht einfach «Wo ist Walter?» nennen. Das wäre dann vielleicht gar billig. Darum heisst der Text jetzt «Walter, wo bist du?» Geht so. Neulich übrigens ist mir eine super Idee gekommen, als ich auf der Bank gesessen bin. Falls irgendwie, hat es irgendwie Leute, die beim Fernsehen arbeiten, also SRF im Speziellen. Ich hatte eine super Idee für SRF, so Freitagabendkisten so mit dem Mike Müller in der Hauptrolle. Und ich würde ihm die Rolle dann so auf den Leib schreiben. Also das hat ja auch viel Platz. Haha. Auf jeden Fall, dann er wäre so der Protagonist, oder? So Freitagabend, geschiedener Vater, zwei Kinder. Und er ist einfach der beste Vater, den man sich vorstellen kann. Irgendwie mega lieb, mega nachsichtig. Die Kinder dürfen machen, was sie wollen bei Mike Müller. Und die Serie würde ich dann nennen, Der Gestatter.
Ich finde es sehr gut. Item, also. Walter, wo bist du? Ich setze mich auf diese Bank. Ich nehme Platz und nehme mir Zeit. Und wie ich so hier sitze, suche ich Geistesblitze, stibitze Ideen aus der Hitze des Geschehens, erfinde verschmitzte Witze, kitzle jede Ritzle meines Hirns und kritzle in mein Notizbuch. Wie ich also auf dieser Bank sitze, suche ich nach Ideen, nach Eindrücken, nach Antworten auf Fragen. Und eine Frage taucht urplötzlich in meinen Kopf auf, drängt sich in den Vordergrund und bleibt da. Wo ist Walter? Wo ist Walter? Das fragt man sich schon seit Jahren. Wo ist Walter und vor allem, wer ist Walter? Wer ist dieser alles andere als menschenscheue, rot-weiß bestreifte Mann mit Mütze, Stock und Brille? Wer ist der Typ, der schon wie ein Hipster aussah, als noch gar keine Hipster gab? Also Hipster können sie, oder? Das sind die, was sich so, vor allem Zürich sind auch Hipster, das sind die, was sich so extra schlecht anlegen. Und man weiß nie genau, ist das jetzt ein Hipster oder ein Steinerschüler? Das ist so Hipster, können sie, oder? Eben. Wer ist diese zur Comicfigur gewordene Nadel im Heuhaufen? Wo ist Walter? Ja, überall ist Walter. Walter in Hollywood, Walter bei den Römern, Walter in Ägypten. Wo hat er das Geld für all diese Reisen her? Wieso investiert es nicht in neue Kleider? Wieso trägt er immer den gleichen Scheiß? Wieso trägt er sogar am Strand eine Mütze und einen Spazierstock im Schwimmbad? Das ist doch hure Dobu. Und sobald man ihn gefunden hat, ist er wieder weg. Wo ist Walter? Wohin ist er verschwunden? Warum sucht man ihn überhaupt? Wird nach ihm gefahndet? Wird er vermisst? Ist er abgehauen? Wurde er entführt? Wird er verfolgt? Langsam habe ich das Gefühl, mit Walter ist es so wie mit intelligenten Inhalten. Bei der SVP, du kannst lange danach suchen, aber du findest einfach nichts. Vielleicht ist Walter durch die Hintertür abgehauen, vielleicht hat er sich für immer verabschiedet, vielleicht ist er gestorben. Walter, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vielleicht ist er Pfarrer geworden oder Pfarrer, Busfahrer oder befindet sich gerade irgendwo in einer Disco und tanzt ein Busfahrer. Das ist übrigens der beste Dance-Move, der je gefunden worden ist, der Busfahrer, der geht so. I'm loving it. Item, vielleicht tanzt er gerade aus der Reihe oder steht in der Reihe in einer Postfiliale. Vielleicht ist er Postbote geworden oder er verkauft Boote oder Schiffe oder Surfbretter oder brettert mit dem Skateboarder durch die Gegend und stürzt und muss zum Doktor. Vielleicht hat er einen Doktortitel und vielleicht ist er Arzt geworden oder Herzchirurg, ein innovativer Herzchirurg. Was? Herztransplantation? Ja. Machen wir homöopathisch rum. Ja. Herz raus, Kugel rein, Ademessi. Gut. Vielleicht hat er sein Herz an der Optikerin verloren. Vielleicht hat er den Traum, der beste Optiker der Welt zu werden. Frei nach dem großen Mac-Optik Luther King. I have a Diopt dream. Vielleicht hat er seine Optik auf den Lehrerberuf gerichtet, unterrichtet an einer Primarschule. Herr Walter, dürfen wir rausgehen schaffen? Oder vielleicht ist er gerade draußen, da er als Waldkindergärtner arbeitet. Herr Walter, dürfen wir reingehen schaffen? Vielleicht schafft er Kunstwerke. Vielleicht ist er im Büro am Werke. Vielleicht wurde aus Walter ein Fair-Walter. Vielleicht macht er bei der CS das KV. Mit BM für den CV, weil sein IQ okay ist. Vielleicht nimmt er gerade eine Abkürzung. Vielleicht wollte er nur kurz ein paar Freunde treffen oder seine Ehefrau. Oder vielleicht ist er ledig und sucht sein Glück auf Tinder oder Chatrooms oder in Darkrooms. Vielleicht lebt Walter seine dunkle Seite aus, sein Walter-Ego. Vielleicht gehört Walter zur dunklen Seite der Macht, Luke. Ich bin der Walter. Vielleicht geht Walter gerne ins Kino oder schreibt Drehbücher oder Romane. Zum Beispiel einen perversen Jugendroman über einen erotischen Lampenladen. Titel Leuchtgebiete. Vielleicht füllt er sich die Lampe oder stopft sich mit Brot voll. Vielleicht produziert er Mehl, ist also Müller geworden. Das Müllern ist des Walters Lust. Vielleicht hat er Lust, Müllmann zu werden. Macht sich nun Sorgen ums Entsorgen und das Wegwerfen. Vielleicht wirft er sich gerade weg vor Lachen. Vielleicht wohnt er in Lachen, Kanton Schwyz. Oder vielleicht ist er ausgewandert. Das Auswandern ist des Walters Lust. Vielleicht ist nach Japan gereist. Hat er deine Sumo-Ringer-Schule besucht und sie mit Bravour abgeschlossen. Sumo cum laude. Vielleicht hat er laude Musik gehört. Laude, rockige Gitarrenmusik oder elektronische. Vielleicht sitzt er gerade an der Uni und studiert Elektrotechnik. Oder er sitzt in Oklahoma auf dem elektrischen Stuhl oder auf einem normalen Stuhl. Oder er sitzt auf einer Bank. Vielleicht sitzt er gerade irgendwo auf einer Bank und denkt sich, wo bin ich eigentlich? Alles denke ich, wie ich hier im amtlichen Antlitz der Bank sitze, vor Angst schwitze, weil ich fürchte, Walter nie zu finden. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich frage mich, sind wir nicht alle ein bisschen wie Walter auf der Suche, ohne genau zu wissen, wonach? Sind wir nicht alle ein bisschen verloren oder vor irgendetwas auf der Flucht? Verstecken wir uns nicht alle vor irgendetwas in der Hoffnung, dass uns irgendjemand findet und sei es nur man selbst? Vielen Dank. Andy John singt einen Song, der wunderbar zu Solothurn passt. Jetzt gerade nicht. Shades of Grey. Shades of Grey heißt es genau. Shades
of grey. When I close my eyes, the wheel of darkness covering the light. Shades of grey are whispering at me, poetry of sorrow and dismay. Musical-Darstellerin, Kantilehrerin und Schriftstellerin in einem. Kein Problem. Mit Ann-Kathrin Kramis haben wir das Gesamtpaket. Freuen Sie sich auf Ann-Kathrin Kramis! So, hallo zusammen. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Vor allem meine Schüler. Und weil ich gewusst habe, dass ein paar von euch heute da sind, habe ich natürlich auch mein Thema angepasst und einen Text vorgeholt, der ein bisschen etwas zu meinem Philosophieunterricht beiträgt. Es sollte ja eigentlich immer etwas pädagogisch Wertvolles auch dabei haben. Darum würde ich mich freuen, wenn ihr abends das Wort Philosophie erahnt, vielleicht mir helfen und dann sagen, wenn ich ein Zeichen gebe. Es ist auch im Unterricht meistens schwierig. Philosophie ist
braucht viele Erklärungen. Immer, man muss sich erklären, warum das etwas Nützliches ist. Und in unserer Leistungsgesellschaft bedeutet das auch, dass man ein bisschen dagegen ankämpfen muss. Viele denken, ja, das verstehe ich sowieso nicht, das bringt nichts. Die reden den ganzen Tag, diskutieren, sprechen über Probleme, die keine sind. Und am Schluss hat man keine Lösungen, sondern nur noch mehr Fragen. Und viele behaupten sogar, es wäre so eine Art geistige Onanie, also Selbstbefriedigung. Und um dagegen anzukämpfen, möchte ich jetzt den Text lesen zur Philosophie oder zur geistigen Onanie. Das lasse ich euch entscheiden. Philosophie. Oh nein, das ist noch viel zu hoch, excuse. Philosophie. Das ist doch geistige Onanie, sagt möglicherweise ein Verkenner der sokratischen Aporie, der aporetischen Anomalie, der anormalen Entropie, der entropischen Entelechie und bekennt sich schuldig. Die Philosophie kapiert er nie und das mit absoluter Sicherheit und mit relativer Gewissheit erfasst ihn wohl kaum ein Staunen wie in Kinderaugen, die neues Wissen unbekehrt und unbelehrt in sich hineinsaugen. Und er verlässt raunend den nebulösen Tempel der sich selbst befriedigenden Denkmaschine. Also die Philosophierende. Die feinsäuberlich geschmiert und infiltriert durch die Ideologie der Philosophie ein wahres Kunstwerk in sich bergen, nämlich den eigenen Verstand, der die willigen Menschen befähigt, selbst Hand anzulegen und tatsächlich zu begreifen, den inneren Zweifel zu ergreifen und zu staunen. Denn du sollst werden wie die Kinder. Das hat schon der ganz Große zu uns gesagt und sprach, zuerst war das Wort. Und dann, nehme ich an, folgte recht sportlich der Rest des geistigen Substrats. Ach was, das ist Magie und nennt sich bekanntlich Theologie. Der glaube ich sicher nie. Deswegen betreibe ich ja auch Philosophie und reibe mich hedonistisch am Stein der Weisen, den ich liebe, verehre und zu dem ich euch heute bekehre. Der Status der Demagogin, ich meine natürlich Pädagogin, zwingt mich zu Beginn jedes neuen Kursus, curriculär und ohne Zirkelschluss, den Plan und den Zweck der geistigen Onanie, damit meine ich ja die, was? Philosophie. Zu erklären und Denkwillige von Denkunwilligen zu reinigen. Katharsis. Ihnen bescheinigen, dass sie denken lernen müssen, und zwar anhand der Mutter aller Wissenschaft. Aufgeklärterweise bilde ich mir dabei ein, dass bereits das fehlende Interesse diejenigen ausbremst, damit meine ich die potenziellen Jüngeren, die denken, Philosophie, das brauche ich nie. Das Warum ist mir egal und ich brauche nur das Wie. Nur Empirie ist gute Theorie. Her mit dem Wissen, her mit der Macht. Die echte Wahrheit liegt in der exakten Wissenschaft. Wer das sucht, muss sicherlich Mut beweisen. Sich schmieden lassen vom Weltenschmied wie ein heißes Eisen. Die Fakten ins Hirn gedroschen und durch teuflische Hitze in Form gegossen. Er, der Naturwissenschaftler, hechtet dabei wie ein Rennpferd an der mystischen Quantenphysik geradlinig und ungebremst vorbei, überspringt gekonnt die Hindernisse der abstrakten Mathematik und überhört sogar die zerzeähnlichen Lockrufe, verheißungsvoller Gesänge und gewinnversprechende Klänge der Ökonomie. Um sich auf den Kern und Ursprung des Lebens zu stürzen, Biologie. Dabei dann evolutionstechnisch die Welt zu verklären und den katholischen Abort der Sündhaftigkeit in ein nachhaltiges und sich zufällig ergebendes Survival of the Fittest zum Paradies zu erklären. Dort pflückt der stärkste Adam gemäß seiner genetischen Programmierung die reifsten Früchte. Und das im Plural. Seine verführerische Eva ist das total egal, Hauptsache die Männlichkeit stimmt und kann gerade nochmal. So gesehen
bleiben mir doch empirisch gesprochen die Sorgen um die Treue in der untersten Schublade der freien Liebe verborgen. So wie auch das Verständnis und Begreifen der sexuellen Qual der Wahl. Oder in diesem Fall wohl eher die Wahl der Qual. Also die auserwählte Art der masochistischen Erniedrigung und Unterwerfung unter dem tierischen Diktat, beseelt allein durch das religiöse Oberprimat, seid furchtbar und vermehret euch. Ja. Nun, ist das der Sinn des Lebens? Die alleinige Daseinserklärung? Was für eine moralische Kapitulation und Ernüchterung. Und deswegen, ja, bleibe ich dabei. Epistemologisch, also erkenntnistheoretisch, heißt Biologie ursprünglich zu ihrer Geburtsstunde Lebenskunde. Bios, das Leben, Logos, Wort, Rede, Sinn, Vernunft. Sie erinnern sich. Ganz nach literarischer Manier interpretiere und positioniere ich das menschliche Wir zwischen höchstem Gott und tiefstem Tier. Der Homo sapiens hat im richtigen Leben einen Sinn und einen moralischen Zweck zwischen metaphysischem Himmel und materiellem Dreck. Ihr ahnt es schon. Hier gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen und nicht zu verkennen, dass die Wahrheit unendlich ist. So bleibt sie auf ewig im Verborgenen, irgendwo zwischen den physikalischen Schichten und metaphysischen Berichten. Und dies zu verstehen, können nur die geistig flexiblen, ja, penibeln, intelligiblen, argumentativ tiefen, der Weisheit zugewandten und bekannten des noch unbekannt. Die ewiglich Suchenden und verzweifelt Verliebten in die eben jene Freunde der Sophie, die betört durch den Ruf der weisesten aller Göttinnen, der Versuch erliegen, sich ihr würdig zu erweisen, den Beweis erbringen, sich staunend und hirnwindend an sie zu binden und sie dumm und ungeschickt zu lieben und den ganzen naturalistischen Rest zu zerfetzen in einstudierten logischen Sätzen. Und deshalb lautet mein Bildungskredo, man muss die Entelechie der Philosophie den Schüler in den Kopf drücken, kategorisch die Lehrerpflicht erfüllen und ihnen näher bringen. Sie hätten ihren menschlichen Zweck durch Entwicklung ihrer Fähigkeit, und hier meine ich das Denken, weiterzulenken. Transzendental in die Zukunft und zurück. Um zu lernen, nichts zu wissen und daher auch nichts zu missen. Denn die Erfüllung ihres Erdenziels bedeutet, ihre menschliche Potenz zu leben, indem sie einmal richtig tief über nichts nachgedacht haben. Und genau das befriedigt bis ins Mark und vermag dennoch nie die Aporie, die Auswegslosigkeit zu erschlagen. So behauptet zumindest die sokratische Hebamme. Denn sie weiß, dass sie nichts weiß und sie gibt nichts preis, sondern hilft beim Kinderkriegen, beim autonomen Gebären, was in diesem Fall nicht heißt, den Uterus zu entleeren, sondern selbstständig Wahrheit und Lüge abzuwägen und nicht fremde Meinungen ungeprüft zu übernehmen. Denn nur ein geprüftes Leben ist ein gutes Leben. Philosophie, das kapiere ich nie. Warum also diese geistige Onanie? Fragt die Lehre der Geografie und macht mir Konkurrenz. Einmal, zweimal, dreimal um den Erdball rennend bezweckt sie die Kartografie. Das Verorten und Bestimmen von Flüssen, Meeren und Kontinenten. Tektonisch sich entfalten in den Alpen, vorwärts, rückwärts und hinüber. Pyroklastisch den Boden zu bedecken auf dieser Kugel, die wir unsere Mutter Erde nennen. Mit Feldforschung und einerlei die Schüler zurück zur Natur bringen, scheint ihre Devise zu sein. Ach, doch auf der Wiese liegen und den Wolken Lieder singen, klingt doch viel schöner, sagt die Musik und wirkt mit Attraktivität. Mit Aphrodite und Eros, ja, Sex selbst. Es lebe der Leib, es lebe die Liebe und das sphärische Vereinigungsprinzip. Doch wer denkt über die Musik nach? Pythagoreische Beschreiber der seitenhalbe Schwingung bringt niemand in Wallung. Und was ist Musik? Doch keine Töne. Was ist das Schöne? Doch keine physikalische Größe.
die in Gold vermisst und Axiome verspricht, Dreiecke inszeniert und Sinuskurven pornografiert. Das wahre Schöne erkennt doch nur die tangentiale geistige Onanie. Das ist kapiert die sowieso nie. Andere würden wiederum behaupten, die Weisheit des Lebens befindet sich in der Harmonie der Säfte und betreibt Chemie. Anorganische und organische Vorgänge und DNS-Stränge vermengt zur Welt der Materie. Ja, doch auch die Philosophie beschäftigt sich tatsächlich mit Empirie und wandelt noch viel fähiger die Schüler zu neue Denkern um, auch ohne chemikalische Veränderung. Blasphemie! Schreit schon wieder die Theologie und legt sich schlafen. Neben ihren Schafen und verpasst es, den Wolf zu bestrafen, der zähnefletschend das Märchen von Rotkäppchen erzählt und ausgewählte Knabchen begehrt. Ups. Ja, Sex und Trieb macht uns zum Dieb von Fleischeslust. Abgestürzt aus den geistigen Höhen hin zum menschlichen Frust. Lasst uns versuchen, die Versuchung keineswegs zu verhöhnen und das allzu Menschliche mit der Sublimität zu versöhnen. Ja, was ist daran verkehrt, Halbtier zu sein? Fragt ganz fein sodann und von an die Psychologie. Und darauf die Kritik der Politik. So funktioniert kein Staat. Nein, 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 nein. Das kann ganz unmöglich sein. Und die Moral von der Geschichte? Ja. Geistige Onanie. Das kapiert man nie. Denn die Philosophie treibt ein grausiges Spiel mit denen, die sich ihr ergeben. Verführt das animale Rationale zur Weisheitssuche und lässt den Homo sapiens dennoch verhungern und verzweifeln wegen des Nichtbegreifens im Regen stehen. Das größte Geheimnis bleibt, nämlich die schier unendliche Möglichkeit, die Dinge in saubere Denkeinheiten zu verkleinern und somit die Welt zu bemessen und zu beurteilen. Das erratet ihr nie. Sich auch noch zu beklagen. Den Sinn des Ganzen immer noch zu hinterfragen. Und unbefriedigt nicht den geringsten Schimmer zu haben und zu erahnen von dem, was man nicht weiß. Das heißt also nicht die leiseste Ahnung zu haben von Tuten und Blasen. Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und lässt mich halt kalt. Und genau deswegen, es klingt verwegen, braucht es halt das philosophische Aufgeilen und Verweilen in dieser geistigen Onanie. Die Philosophie. Danke.